Hey Leute, willkommen zurück zu Black Mesa. Okay, ich würde sagen, wir gehen mal weiter über diese Brücke und schauen mal, was uns da noch erwartet. Oder diesen Staudamm? Ja, oh, das Wasser sieht sogar schön aus. Helikopter, 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 Schlangenlinien. Oh Gott, ihr wollt mich doch verarschen, oder? Ja, wollen sie. Ey, ohne Spaß, wie soll ich an dem Ding vorbeikommen? Ihr wollt mich doch rollen oder so, ne? Gebt's zu. Warte mal, kann ich den irgendwie zerstören oder so? Uah. Alter Schwede. Ey, das geht mal gar nicht. Wollt ihr mich echt? Nee, das wollen die nicht echt, oder? Das wollt ihr doch nicht. Das wäre doch gemein, wenn ihr das tun würdet. Okay. Du mich auch. Kein Bock auf dich, tut mir leid. Oh, ich habe wieder ein bisschen Muni gefunden. Das ist doch eine Schweineratte hier. Oh, nee. Schweinebagge, wo bist du? Wow. Von wo denn? Ich sehe ihn gar nicht. Das ist so unfair, Mensch. Das ist so unfair. Ach, Mann. Na komm, geh drauf. Oh, ist das fies. Habt ihr das gesehen? Natürlich habt ihr das gesehen. Warte mal, ich werde mal ein bisschen aufladen. Ey, wie der mich aber auch hier schon erspähen kann, ohne zu wissen, dass ich da bin. Na komm schon, wo bist du? Ich hoffe mal, das Ding überlebt nicht und ich werde in die Luft gesprengt. Wow. Okay, ich glaube, ich habe ihn verscheucht. Dreckvieh. Haha. Haha. Okay, wie man einen Helikopter aufhält. Habt das gesehen? Habt das gesehen? Naja, ich will nicht rumposen, aber... lass mich raten, wenn ich da runterspringe, sterbe ich. Nein, ich überlebe sogar. Ah, wäre das vielleicht... Nein, das wäre keine gute Idee gewesen, hätte ich das vorher gemacht. Einen Helikopter zu entkommen. Oh. Alter, ich will hier raus. Nein! Nein, 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 das ist ja gemein. Da kommt schon wieder. Nein, nein, weg, 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 weg. Okay, man kann sie töten. Das ist cool. Okay, aber was bringt mir das? Jetzt bin ich immer noch hier drin. Geht's da irgendwo vielleicht raus oder so? Kronkorken Freeman. Halt zur Stelle. Nee, ich glaube nicht, dass ich hier jemals wieder rauskomme, oder? Ich denke mal, das Vieh war Absicht, dass ich hier unten sterbe. Na gut. Plan B, würde ich sagen, greift. A ist für einen Eimer. Für den Arsch, um so explizit zu sein. Warte mal, vielleicht sehe ich einfach... Och ja. Och nö, jetzt kommt es ja schon wieder so, wie ich nicht gehofft habe. Hau ab. Hau ab. Hau ab, 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 ab. Weg mit dir. Ach, das ist doch gemein. Das hat mich trotzdem noch erwischt. Du dreckige Kreatüre. Warte mal, das mache ich nochmal. Entschuldigung, Entschuldigung. Ich weiß, das ist lahm. Ach nee, jetzt habe ich ja schon wieder Mist gebaut. Schnell, Kronkorken. Kronkorken, Freeman. Schnell. Da, schnell hoch. Okay. Ja. Eigene Dummheit. Dafür gibt's Quicksaves. Ihr habt's gesehen. Okay, was habe ich jetzt angemacht? Oh ja. Hallo? Was habe ich jetzt aktiviert? Habe ich jetzt... Ah. Wird jetzt das Wasser hoch oder abgepumpt? Oder habe ich einfach nur die Dinger geöffnet damit? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Oh, hi. Kriegt das überhaupt was? Ich glaube, die Kugeln, die kommen gar nicht so tief, ne? Ey, dieses Mistvieh, jetzt schwimmt das da unten rum und wartet, bis ich ins Wasser springe. Als hätt's das gewusst. Dreckige Kreatur. Verdammte Kreatur. Ah. Okay, saug mich rein. Schnell, schnell, schnell. Kein Bock auf das Vieh. Wow. Okay, ich weiß gar nicht, wo ich bin. Ach, du Kacke. Schnell raus. Ich will... Oh. An die frische Luft, danke. Oh Gott. Nicht, dass das Vieh jetzt hinterherkommt. Das wäre extrem fies. Das ist auch fies.
Okay. Ich werde mich in diesen Container setzen und weinen, bis ich sterbe. Dass die alle so gemein sind hier zu mir. Na, komm ich da? Ja, sehr gut. Ich weiß gar nicht, ob ich hier lang muss oder muss ich da einfach weiter schwimmen? Schwimmen. Einfach schwimmen. Schwimmen. Nein. Das sieht mir nicht danach aus, als würde es hier weitergehen. Ah, toll. Wo ist der Jetski, wenn man ihn mal braucht? Mal ganz ehrlich, Gordon. Ich bin enttäuscht von deiner Voraussicht. Aber es gibt auch flache Stellen, auf denen ich laufen kann. Das ist gut. Ach, das ist die Unterseite des Staudamms. Ja, ja, ich verstehe. Ja, ist ja eigentlich logisch. Das war da, wo ich letzte Folge runtergeschaut habe und mich noch gewundert habe, wo es hier lang geht. Okay. Hier scheint es zu sein. Okay. Blödes Vieh. Du auch noch. Komm her. Wo werde ich denn... Was ist denn hier für ein Abtrieb? Guck mal. Ich drück nichts. Ich schwör's. Ich werde hier einfach hingetrieben. Oh. Okay, das war ich selbst. Links oder rechts? Mistvieh. Aber spannend ist es schon, muss ich sagen. Ne? Man weiß halt nie, was kommt. Die Aliens, entweder teleportieren sie sich ran oder buddeln sich halt einfach mal so aus. Ich meine, warum? Oh Gott, also ohne Licht geht gar nicht. Ich nehme mal die Pump. Habe ich noch Armbrust? Natürlich nicht. Meine Lieblingswaffe. Okay, da hat sich das Spiel mal ganz kurz aufgehangen. Zum Glück habe ich vorher noch ein Quicksave gemacht. Ich kann nicht oft genug sagen, wie oft sich häufiges Quicksaven lohnt. Haha. Naja. Wow, nicht schon wieder. Ups. Was ist das denn bitte? Ist das ein... Ich dachte schon, das wäre wieder so ein Rankenfüßer. Ui. Ach, das ist Wasser. Ich dachte eben, da wackelt so eine Headcrab rum so ein bisschen. Und will da reinkriechen. Irgendwie sind sie ja schon ganz schnuckelig, die Headcrabs, finde ich. So ein bisschen eklig, aber schnuckelig. Okay, um mir den Rückweg zu sparen, habe ich eigentlich immer die Lampe an. Seht mal, immer habe ich die Lampe an. Das ist ja wie Leute, die tagsüber auch mit Licht im Auto fahren. Ich meine nicht, dass es schlimm wäre, aber ich verstehe es nicht. Oh ja, du triffst mich natürlich. Komm, Süße. Kleine süße Headcrab. Oh nee, dann war der Rückweg doch nicht umsonst. Na komm. Böse. Aus. Wie schön wäre es, wenn man die Dinger dressieren könnte, aber da habe ich eigentlich schon was verraten. Man kann die Dinger tatsächlich sowas wie dressieren. Zumindest hat es jemand geschafft, aber hier nicht. Das kommt noch. Ich habe nämlich eben schon befürchtet, als sich das Spiel aufgehängt hat, statt irgendwas von wegen Out of Bytes oder sowas, keine Ahnung, irgendwie ein Byte hätte nicht richtig gerechnet oder wäre nicht richtig verarbeitet worden. Dass das Spiel dann schon zu Ende wäre, was ich dann schon sehr schade gefunden hätte, so ohne gebürtigen Abschluss irgendwie. Weil ich weiß ja schon, ihr wisst auch, die ganze Welt weiß es, alle die von dem Spiel wissen, dass das Spiel leider noch nicht komplettiert ist. Ich sag noch nicht. Was steht da? Da haben sie da Text dran gemacht. Als ob Wissenschaftler Text irgendwo hinschmieren würden, ganz ehrlich. Oh, da draußen. Hi. Hi. Oh, ich höre da schon wieder was, das gefällt mir nicht. Das sieht immer so aus, als würde sich da was langkriechen, langschälen irgendwie. Warte mal, ich glaube, das hier ist aber ganz richtig, wie ich jetzt gehe. Dann komme ich zumindest an die Leiter hier, oder? Ja, das dürfte passen. Das dürfte passen. Wow! Ach, ich bin so doof. Bin ich außer Sinn auf die Maustaste gekommen. Auch ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Dreckvieh. Ich mag die nicht. Oh, da ist noch eine. Hallo. Hallo. Oh. Oh, Mann. Die machen aber verdammt viel Schaden. Ich glaube, am besten ist es, wenn ich sie zur Ruhe kommen lasse, so wie jetzt. Und dann... Bam. Nee, vielleicht auch nicht. Oh, diese grüne Sülze und gelb. Oder... Ja, es ist ja gelb, nicht grün. Ich lasse mich so unnötigerweise immer treffen. Das ist unglaublich. Warte mal. Ach, da war das. Nee, war das nicht. Doch, und da habe ich das gesehen von außen. Warte mal, was steht denn hier? End of road, caution. 60 feet cliff. Also da geht es sehr steil runter.
Warte mal. Ist hier noch was? Da drüben eventuell. Außer einer Headcrab. Das will ich jetzt genauer wissen. Ach so, der hat sich hier hochgehangelt. Aber dann hat die Headcrab ihn gekillt. Ja, Pech, Kumpel. Du bist einer von den Bösen, ne? Kenne ich das schon an deinem Camouflage. Camouflage-Bagage, wie sie hier wieder kommt. Ach, gut. Ich dachte schon, das wär's gewesen. Ah! Strom. Aua. Ja, ich hätte mir denken können, dieses komische Summen, das ist ja schon sehr trügerisch. Manual Override. Aha. Oh. Ich wollte nur mal gucken, aber... Ah ja. Ich könnte wetten. Ja, hier komme ich hierher. Oh ja, was Boom Candy. Das ist ja lustig. Boom Candy. Candy sind Süßigkeiten oder Bonbons. Und das sind Boom-Süßigkeiten. Also Boom von, im Sinne von Peng. Finde ich extrem lustig. Wow. Die haben so kleine Details hier drin versteckt. Nein! Ach, halt die Schnauze. Werd mal lieber desintegriert. Okay. Schwein. Schwein. Ich verballer wieder meine ganzen Schuss an euch, Penner. Zumindest sind sie alle tot, aber ich bin auch wieder fast tot. Naja, ich habe noch gut Heilung, aber die Rüstung ist mir oft wichtiger, muss ich sagen, weil die blockt doch schon eine ganze Menge Schaden ab. Schweinebacken. Da ist wieder. Sehr schön. Oh, Heilung. Subi, und wieder voll. Das passt doch. So gefällt mir das. Ja, jetzt. Ja, ja. Was ist das denn? Danger. Ach, hier. Warum finde ich eigentlich immer mehr... Oh, okay, was ist das? Access Hatches. Wow, nicht schon wieder. Nein. Ihr Schweinehunde, ich hasse euch. Bäh. Ich sehe die nicht. Wo ist er denn? Ja, komm. Bam. So, schönes Ding. Ich höre Alarm. Das missfällt mir. Was? Storm Drain Hatch. Achso, das sind die Sturmflutluken. Das heißt, also die Abflussluken. Drain ist ja der Abfluss. Weil ich denke mal, wenn hier das Wasser reinläuft, dann kann man hier das Wasser ablassen, bevor es eben überläuft. Gut, werden wir das doch mal angehen. Oh, Entschuldigung, ganz kurz. Eieieiei, heute ist aber auch der Wurm drin. Ständig passiert irgendwas. So, warte mal, was ist das? Explosive? Okay. Nö, nicht das. Bitte nicht. Leute, das ist ein Minenfeld. Oh, komm schon. Ich sehe sie aber. Okay, ich kann sie also entschärfen. Wenn ich sie denn alle sehe. Gut, das sollten sie erstmal gewesen sein, oder? Ja, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Sag ich immer. Okay. Ich sehe euch. Bin ich blind, meine Kines? Ach ja. Gut, ich sollte mich immer da... Ja, ja, ihr seid nur Panikmacher, ganz ehrlich. Kann ich eigentlich durch die oberflächliche Explosion die anderen nicht noch mit auslösen? Das müsste eigentlich eine Kettenreaktion ergeben, oder nicht? Okay, wow. Ich hasse die Teile. Da ist ja noch eine. Gut, dass ich da nicht drüber gelaufen bin, auszusehen. Manchmal sieht man sie doch nicht so toll. Wow. Du. Dreckiges Mistvieh. Okay, ich sehe sie alle. Ich sehe sie alle. Ja, ich bin vorsichtig. Okay, ich verschwende zwar gut Schuss, aber...
Andererseits bin ich auch dadurch abgesichert. Wow. Mistvieh. Oh, die explodieren ja. Hallo. War das jetzt gut oder war das schlecht? Komm her, spring. Spring mich an. Sau. So. Spring mich an, du Sau. Ist da noch ein... Nicht schon wieder. Oh, ihr seid so nervig, ihr kleinen Mistviecher. Kommt schon, kommt schon. Guck mal, wie süß die aber krabbeln. Die sind so putzig. Ich möchte sie fast gar nicht töten. Okidoki. Da geht's hoch. Da vorne ist nichts. Da ist nichts, nö. Da würde ich sagen, kann ich hier rauf. Irgendwie bleibe ich hier hängen. Nö, aber hier geht's rein. Warum? Na gut, das ist wohl nichts. Würde ich sagen, wir bewegen uns mal hier oben weiter, weil ich glaube nicht, dass da irgendwelche Minen sind. Trotzdem sicherheitshalber. Ich glaube nicht, dass die auf Felsen verbuddeln können, die Dinger. Ach so, na toll, na dann. Na dann, na dann. Warte mal. Das ist toll. Warte mal, lade ich die gleich nach, dann kann ich die noch nehmen. Juhu! Und klack. Perfekt, 15 Schuss für die Armbrust. Ah! Verdammt. Warte mal, geht's da vielleicht hoch? Man sieht es nicht wirklich, kann das sein? Warte mal. Ich will auch erstmal was versuchen, ob ich da irgendwie rüberkomme. Hui! Ah, ja, es geht. Nee, man kommt hier aber nicht rein. Ne? Nein? Okay. Unsichtbare Barriere, ganz toll. Haben sie gut gelöst. Warte mal, da muss ich doch da oben irgendwie rauf, oder? Oh je. Oh je. Du blödes Vieh. Da brennt. Aha. Ah ja. Wie ich mir dachte. Ich muss hier rauf und dann darüber springen. Wahrscheinlich über den Stacheldraht. Ja, komm. Upsala. Ja, genau. Und runter die Hatch. Die Drain Hatch. Warum ist mir nichts passiert? Das wundert mich jetzt ein bisschen. Aber ich bin froh drum. Es wird schon und es bleibt spannend, finde ich. Also es ist nicht so, dass es irgendwann langweilig wird. Das hat die ganze Zeit so ein angenehmes Spannungslevel, finde ich ja, dieses Spiel. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das hat damals Half-Life für mich. Oh, guck mal, die Emo-Wall ist sad. Das hat für mich damals so dieses Spielgefühl ausgemacht, diese Abwechslung. Es war zwar ein Shooter, aber trotz allem war es genial. Es ist auch heute noch das Remake. Ich glaube sogar der erste Teil, wenn man den Original spielen würde. Oh, die Stelle kenne ich noch. Das war damals eine Offenbarung. Seht mal. Vorne ist der Staudamm. Nee. Was ist denn das? Ist kein Staudamm. Oh Mann, ist das geil. Wer spielt hier Spiele? Ich glaube... Nicht mit Steinen schmeißen. Ist das Hammer. Oh, Vorsicht. Ach man, der hat da wieder irgendwelche Laserfallen aufgebaut. Warum verliere ich hier Lebensenergie? Das ist so bescheuert. Ich kann den Stein nicht aufheben. Warte mal. Ich will da nicht... Okay. Da schreit schon wieder einer. Nein, habt ihr nicht. Habt ihr nicht. Ey, wie ich halt genau eigentlich durchzielen müsste und treff diesen Schweinehund nicht. Habt ihr das gesehen? Der hätte eben durchgehen müssen. Also, was ist durchgehen? Der hätte an der Wand vorbeifliegen müssen und ich treffe genau die Wand zweimal. Ärgerlich, popärgerlich. So, ich soll hier vielleicht nicht rennen. Nicht unbedingt. Kann ich da das Seil hoch? Halle? Kann ich Seil? Kann ich? Nein, kann ich nicht. Gib mir den Bolzen, Mann. Okay. Was machen die eigentlich hier draußen? Da unten muss ich, glaube ich, hin sogar. Was machen die hier, sag mal? Wow, wow. Willst du mich verarschen? Nein. Ja, das war toll. Ja, komm, töte mich. Töte mich, töte mich, töte mich. Da mach ich selbst. Nein, okay. Ah, wie ärgerlich. Wie ärgerlich. Ich stelle mich auch wieder an wie so ein Vollhonk. Ja, hier war ich, genau. Und hier mache ich das jetzt richtig. Moin, Freeman.
Achso, ich habe ja gar keine. Ha. Von der auch nicht. Ach Mann. Ich muss die Armbrust nehmen. Ich habe nichts anderes sonst. Ja, ja, Squad. Hier, hast du dein Squad. So, du auch. Du Affe. Ihr seid ja vielleicht furchtbar, ihr Deppen. Naja. Aber ich hoffe, wir haben es bald geschafft, dass wir hier runterkommen von dieser schmalen Felskante. Finde ich jetzt nicht so sexy, muss ich sagen. Warte mal, da vorne kommen sie wieder. Ah, hallo. Hallo. Wir zwei Vollhorste. Und wo hat er eben geschossen, frage ich mich. Uah. Aha. Ah, du Depp. Okay. Leute, genug geschimpft. Ich würde sagen, ich mache hier nochmal eine kleine Pause. Und dann geht's beim nächsten Mal weiter mit Black Mesa.